Wir haben uns lange nicht gesehen und über den Sommer ist mir der Bart der Weisheit gewachsen. Und dieser hat mich zu der Erkenntnis gebracht, dass die Welt von Game of Thrones nicht auf einem normalen Planeten spielt, sondern vielleicht ganz woanders. Schaut euch das mal an. Wir sehen, dass die Welt von Game of Thrones auf der Innenseite einer Kugel spielt. Schon im Altertum gab es die Vorstellung, dass eine Welt unterhalb unserer Oberfläche existiert, die sogenannte Unterwelt. 1692 haben Wissenschaftler herausgefunden, dass der Mond eine höhere Dichte hat als die Erde. Das bedeutet, ein Stück vom Mond wiegt deutlich mehr als ein Stück von der Erde. Der Forscher Halley folgerte daher, dass die Erde im Inneren hohl ist. Die Vorstellung, dass die Erde im Inneren hohl sein könnte, hat viele Forscher dazu verleitet, die verrücktesten Theorien aus dem Hut zu zaubern. Zum Beispiel De Camp und Ley dachten, dass im Inneren der Erde wohl eine Zivilisation leben würde und damit es nicht die ganze Zeit dunkel wäre, dann müsste da auch noch eine Sonne sein. Aber wie kommt man denn ins Innere der Erde? Ganz einfach, sagt 1818 John Simmies, denn an den Polen sollen 1000 Kilometer große Löcher sein, die zum Inneren der Erde führen. Um diese riesigen Löcher an den Polen zu finden, wurden Expeditionen ausgesandt. Aber alle Expeditionen sind leider gescheitert und haben nichts gefunden. Zum Glück gibt es aber noch weitere Eingänge, nämlich in Paris, Montreal und dem Loch, aus dem der Eduard hier rauskommt. Genau, und genau wie ich, aus dem Nichts kamen auch die verrücktesten Verschwörungstheorien zum Thema hohle Erde. So zum Beispiel von Lady Paget Walburga, die behauptete, dass die Bewohner der Stadt Atlantis, bevor die untergegangen ist, geflüchtet sind ins Innere der Erde. Und dort fliegen die mit UFOs rum und wenn wir hier bei uns ein UFO sehen, dann ist das natürlich ein Bewohner von Atlantis. Was sonst? Des Weiteren gibt es die Theorie, dass der Bigfoot in Tunneln lebt, die auch eine Verbindung zur Innenseite haben. Deshalb sehen wir den so selten, denn der spielt lieber mit den Atlantis-Bewohnern im Inneren. Ja, ist klar. Und als Drittes, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich auch Adolf Hitler nicht selber umgebracht, sondern... Weiß ich nicht, sag's mir. Auch der lebt natürlich mit Bigfoot und den Atlantis-Bewohnern zusammen im Inneren der Erde. Ja, aber neben Verschwörungstheorien gab es halt auch ein paar Science-Fiction-Autoren, die sich dem Thema hohle Erde angenommen haben. Zum Beispiel? Jules Verne mit der Reise zum Mittelpunkt der Erde. Mittelpunkt der Welt. Nee, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Dann sag mir mal, Simon, warum bei Game of Thrones der Winter so unregelmäßig kommt. Eine mögliche Erklärung haben wir heute gelernt, nämlich stellen wir uns vor, in der Innenseite der Erde, da findet Game of Thrones statt und oben und unten sind die Löcher, die Polkappen quasi und die öffnen und schließen sich in unregelmäßigen Zeitabständen. Und außen ist ein Eisplanet und je nachdem, wenn die sich öffnen, dann kommt der Winter in die Game of Thrones Welt. Ist auf jeden Fall möglich, es ist nicht ausgeschlossen, ja? Zieh das nicht ins Lächerliche jetzt!